wo Laura und Emilio geheiratet haben, dann war ich auch sauteuer. Alter, was geht ab, Leute, Junge? Chong macht saftig mexikanisch, oder? Also, ich habe das Google Chrome in meinem Zimmer angesteckt, aber meistens steht der Wohnzimmer, das ist meiner. Mhm. Und dann gibt es da noch den. Alles von Chong zubereitet hier. Das geht gleich. Krasse Salz meint ihr? Krass, Salz habe ich gemacht. Krasse Salz. Wir sind gespannt hier. So, kurz ab nach Hause, ein Nickerchen vielleicht, bisschen chillen, kühles Synergy trinken. Chong hat saftig was gemacht, kleine Fiesta, ein bisschen was getrunken, Eis gegessen und jetzt geht's erstmal heim, ausruhen und danach wieder zurück, mich wieder mit denen treffen und dann feiert Milos seinen Geburtstag. Mal schauen, wer da alles am Start sein wird. Eigentlich wollte ich mich bis ausruhen, vielleicht ein Nickerchen machen, aber stattdessen habe ich natürlich Vincenzo angeschaut, Mann. Oh mein Gott, ich bin echt hängen geblieben. Nicht nur auf der Serie, sondern allgemein K-Drum. Eine neue Welt, oh mein Gott. Oh, was? 70%? Alter, 70%, da würde keiner von uns verstehen. Das ist der nächste Tag, Leute. Man konnte nicht so viel filmen, viele fremde Leute, wie ist das, laut, Musik und so weiter. Aber ich habe mich jetzt noch mit Nimi ein bisschen quatschen, chillen. Tati konnte leider nicht, ihm geht es nicht so gut. Er konnte auf Freitag schon nicht, also gute Besserung, Tati. Okay. So modern. Das ist nicht krass, war. Weh. Wie ist passiert? Ist der Laden Bildschirm wert? Nee, ist schon. Die Besitzer sind auch noch voll jung. Wir haben die mal zufällig getroffen, wo wir das erste Mal hier waren. Okay. Hat er erzählt, wie er das aufziehen will und so, dies, das, also schon motivierter Typ und sieht man also, der Laden läuft echt gut. Schauen wir mal, wie du den findest. Bin gespannt. Also ich finde den am besten, Tati findet den am besten und Bargisch auch. Okay, ja dann schon mal gut, bin mal gespannt. Gönn dir. Der schaut schon mal gut aus, Mann. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Wir haben das Suju Kalumi gegönnt, Leute. Ich hab den. Ich wollte mal nochmal hin. Ich wollte den nochmal testen. War der? Also, in meiner Erinnerung war der echt krass, wo ich den probierte, aber. Ich muss doch mal testen, um war sagen zu können. Aber war er 35 Euro wert? Das ist halt die Frage. Haben Sie verhältnismäßig auch viel Wagyu reingetan oder war es sehr wenig? Verhältnismäßig Brot, Fleisch? Also schon jeder Bissen hatte schon Wagyu. Hm. Hätte natürlich mehr sein können, aber ich sag mal nicht, dass es zu wenig war. Das war gerade so ausreichend, ja. Ein ganzes ist zu viel. Schaffst du noch ein halbes? So, aber du willst das hier jetzt testen? Hm? Ja. Fandest du den Griechen gestern? Warst du das schon mal? Ich war schon mal. Ich weiß nicht von wem. Jones, Lauras Geburtstag. Ja, schon länger her. Ich werde noch Weihnachtsfeier. Ja. Ich finde es immer noch bei Vasili besser. Geschmacklich, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, was ich dort krass fand? Diese Fischpaste. Die war extrem lecker. Gestern? Das war mir extrem lecker. Die weiße, gell? Mhm. Der ist doch ordentlich groß, Mann. Das ist nicht, oder? Richtig schön viel Sucuk, Leute, und Halloumi. Da wurde nicht gespart. Jeder Bissen hat Sucuk. Wir teilen uns noch eins. Die Mimi wollte noch das andere probieren. Aber die waren so mächtig, er meinte, einen ganzen schafft er nicht noch. Nee. Die sind echt mächtig. Also ich bin eigentlich auch schon an meinem Limit. Gönn dir.
Also ich gönn mir noch ein Getränk. Bisschen zu viel Sahne und Ding. Ich hatte eigentlich nur Bock auf Kaffee. Was sagst du zu dem Laden, Food Factory? Der war wirklich sehr gut, Mann. Also auch preislich fand ich den sehr gut. Ich finde auch, ganz ehrlich, wenn es jetzt 1 Euro mehr gekostet hätte, wäre das auch wert gewesen. Ja, war auf jeden Fall sehr gut. Preis-Leistung kann man echt weiterempfehlen. Nee, das ist die Lounge. Ich glaube, diese nicht zu verkaufen. Achso. 2,8. 2,8? What the fuck? Leute, würdet ihr für 2,8 diesen mächtigen Hund kaufen? Yo, Outro Time. Muss ich noch schnell drehen. Wetter ist tot. Dachte mir, vielleicht gehe ich nochmal raus, aber nee, keine Chance. Food Factory, ihr kennt die Story. Ihr kennt die Story. Da hat mal ein Foodblogger gepostet und gefragt, hey Leute, was sind eure Top 3 Dönerläden in München? Und dann habe ich so die Kommentare durchgeschaut. Auf einmal alle geschrieben, yo, Food Factory, Food Factory, Food Factory. Wie so Bots, Alter. Und ich so, hä? Noch nie von diesem Laden gehört. Wir haben vorbeigeschaut, Tati, ich, Barisch. Und wow, hat uns überzeugt. Auf einmal war der auch unsere Nummer 1. Und Halloumi, Sucuk Halloumi dort auch richtig saftig. Die mir jetzt zum ersten Mal getestet. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Momentan noch unsere Nummer 1, was Döner und Köfte, Sucuk angeht. All dies, das. Ansonsten ein langes Wochenende. Mal schauen, was ich hier alles zusammenschneide. Das war's von mir, Leute. Euch noch einen schönen Tag. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Twitch. Jeden Freitag sind wir live. In Bitcoin investieren. DeFi. Cashflow generieren. Serious Business. Und ciao, Alter.